KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Ich begrüße ganz herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße ganz herzlich die Kate und natürlich unseren Prime-Host, den Erik. Einen wunderschönen guten Tag. Bonjour à tous. Wir hatten ja einen französischen Film in der Sneak Preview. Vom Chris persönlich ausgesucht. Er hat sich dafür stark gemacht. Dafür persönlich eingesetzt, dass wir den sehen dürfen, diesen Genuss, diese Perle der Lichtspielkunst. Was soll ich sagen? Aber Story. Dazu kommen wir später noch. Ich habe noch, bevor wir zu diesem üblen Film kommen, ich habe noch eine witzige Geschichte, falls ihr die hören wollt. Jetzt kommt's. Gestern wäre ich fast in eine Schlägerei geraten. Vorgestern. Aber das spielt ja für die Geschichte keine Rolle. Es war Freitag. Und ich trinke Tee in einem Café. Hallo Thomas. Ich wollte Brötchen holen nach der Arbeit beim Penny hier bei uns, da ist so eine Bäckerei drin. Wobei und es gibt auch andere schöne, tolle Supermärkte. Definitiv, aber meine Story spielt dort. jedenfalls stelle ich da mein Auto ab und da sind so Wohnhäuser nebendran mit so Balkons. Und ich laufe so und mit einmal kommt, da sind oben auf dem einen Balkon ist ein Vogelbauer, da sind ganz viele so Kanarienvögel und sowas drin. Und da macht mit einmal so ein Kanarienvogel so richtig wie so ein Bauarbeiterpfiff, ne, so. Weißt du, wie ich meine? Und vor mir ist ein Pärchen. Die Frau dreht sich um. Ich habe aber erst auch nicht mitgekriegt, dass das von diesem Vogel kam, ja. Ich habe halt auch nur diesen Pfiff gehört, der. Und der Typ dreht sich um, guckt mich an, läuft so einen halben Schritt auf mich zu. In dem Moment macht der Vogel zum Glück nochmal und er guckt dann so hoch, sieht den Vogelbauer und ja, da hat sich dann die Situation merklich entspannt. Oh mein Gott. Ja. So viel dazu. Ja. Sehr gut. Lustiger wird es heute nicht. Doch, wir haben später noch einen guten Film, aber jetzt geht es erstmal um den Film, den wir das. Erik, ihr müsst noch wissen, habt ihr dann alle drei herzhaft gelacht oder? Nee, das war jetzt. Die haben sich dann eher so wieder umgedreht. Er guckt dann so hin, okay, und dreht sich wieder um und gehen weiter. Also, ja. Ich sag mal so, der war auch, bestimmt. Was nicht schwer ist, da so einiges größer als ich und doppelt so breit und genau. Klartext, der hätte dich fertig gemacht. Der hätte mich mit kleinen Finger einfach so weggeschnipst, so. Also. Und nicht wie Thanos oder richtig, ja, einfach wäre ich so 10 Meter nach hinten geflogen. Ja. Okay. Naja. Aber gut, vielleicht hört er ja diesen. Schwierige Gegend da bei euch, kann das sein? Vielleicht hört er ja diesen Podcast und lacht dann drüber. Naja, ich weiß nicht, es gibt ja so Kulturkreise, wenn du dann einer anderen Frau hinterher pfeifst und so, das finden die dann gar nicht so witzig. Also. Fun Fact: jeder Kulturkreis. Ja, aber gut. Jedenfalls. Ja, oder hast du, also jetzt mal ganz im Ernst, hast du irgendwo schon mal einen Kulturkreis erlebt, wo du rumläufst und einer Frau hinterher pfeifst, was absolut sowas mit das Niedrigste ist, was man machen kann, was man auch mal sagen muss. Und dann kommt irgendwie ein Typ, oh, du wolltest kennenlernen. Oder die Frau kommt, ja, funktioniert bei mir. Also so ein Quatsch. Jetzt nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert ja genauso wenig wie die ganzen Sprallos, die mit ihren Autos da irgendwo an der Ampel stehen, mit Motor aufheulen lassen und irgendwie, da läuft dann Bad Boys Blue volle Kanne oder 187 Straßenband oder irgend sowas. Das hat ja, glaube ich, auch noch nie bei Frauen funktioniert. Das denkst du, oh, der Typ, oh, die Musik. Ich steig da mal ein. Ganz ehrlich. Ich denke, die Frauen haben mehr Selbstachtung auch mehr verdient, wie solche Leute, die einfach hinterher pfeifen. Definitiv. Ist gut, dass es dann nicht aufgefallen ist, dass dann zufällig der Vogel da gepfiffen hat, dass mein Pfiff da nicht aufgefallen ist. Ne? So, war der Pfiff von Ihnen? Nee, aber das. Oh Mann, ey, Niveau AD, was ist eigentlich los hier? Apropos Niveau, wir hatten den Film Titan in der Sneak Preview. Titan. Titane. Ja.
Und entgegen dem, was man so vielfach in Zusammenhang, Zusammenfassung liest im Internet, wir haben den ja jetzt mittlerweile gesehen, den Film, und können das ja mal ein bisschen zusammenfassen. Es geht um, oder am Anfang kommt eine Szene, wo ein Vater mit seiner Tochter im Auto fährt und dann macht dieser Peugeot dann einen Unfall und die Tochter muss ins Krankenhaus, eine ziemlich üble Szene, und bekommt eine Metallplatte in den Kopf, weil da der Schädel beschädigt ist. Und wir sehen dann etwas später dann dieselbe Tochter, wie sie dann schon größer ist, und sie arbeitet so als, ja, wie soll man das nennen? Das wäre vielleicht so eine, bei der es funktioniert mit dem Auto. Tänzerin, nein, ja. Sag mal, Tänzerin, ja. So was macht man trotzdem einfach nicht, was ist das denn? Auf irgend so einer, was ist das, so eine Autotuning-Messe oder irgend sowas, ja. Räkelt die sich da auf den Fahrzeugen vorne drauf und verdient damit irgendwie ihr Geld. Und ja, sind dann auch so erste Nacktszenen, hat mich so ein bisschen an Showgirls erinnert, dann diese, ja, wenn die dann so in der Dusche standen, und das hat zumindest mal einige Zuschauer erstmal abgeholt, ich möchte mich da auch nicht ausnehmen, und man hatte noch gedacht, ja, es könnte ja ein interessanter Film werden, zumindest auf irgend so eine trashige Art und Weise, aber dann merken wir schon, nachdem sie zum Auto geht, wo wir sie bestimmt 5 Minuten einfach die Kamera sie begleitet, wie sie quasi in so einer Computerspieler werden das kennen, so eine Third-Person-Perspektive. Sie läuft einfach und die Kamera hinter ihr her 5 Minuten, bis sie dann endlich mal bei ihrem Auto ist, und dann ist da noch so ein Typ, der will was von ihr, und den macht sie dann relativ schnell klar, dass sie nichts von ihm will, also indem sie ihn da auf eine üble Weise umbringt. Und dann dachte man schon, okay, könnte interessant werden, der Film. Aber irgendwie, ne, also sie ist dann auch irgendwie noch bei ihren Eltern, und irgendwie so eine Blutspur zieht sich dann da durch ihre, ja, durch ihren Weg. Denn jedes Mal, wenn sie irgendwelchen Leuten begegnet, massakriert sie die dann irgendwie. Und was am Anfang so ein bisschen krimimäßig aussah, driftet dann immer mehr ab, weil sie ist dann plötzlich auch irgendwoher schwanger und ja, versucht das erstmal zu verheimlichen und hat auch mit ihren Eltern da auch kein gutes Verhältnis. Und irgendwie kommt sie dann auch auf eine Flucht. Also sie muss dann fliehen. Und fährt auch oder bewegt sich dann so per Anhalter durch die Gegend, und da bleibt natürlich auch nicht alles sauber dann auf ihrem Weg. Und irgendwann sieht sie dann mal so eine Reklame im Fernsehen, dass ein Gesuch, dass eine Person schon seit vielen Jahren vermisst ist, und sie kommt dann so auf die Idee, sich quasi als diese Person auszugeben, und der Vater von diesem Jungen da, also sie muss sich dann noch verkleiden, schneidet sich die Haare ab und alles. Bricht sich die Nase. Ja, so detailliert wollte ich jetzt. Ja, also entstellt sich selber, um dann irgendwie so auszusehen, und lässt sich dann von diesem Vater abholen, der ein ganz dubioser Typ ist, der so irgendwie ein bisschen abhängig von diversen Medikamenten, und ist Chef von so einer Feuerwehr, und sie rutscht dann da irgendwie so mit rein, und er sagt dann so, ja, ich brauche keinen DNA-Test, ich sehe doch sofort, dass das mein Sohn ist, und nimmt sie / ihn dann mit und führt ihn dann mit so ein in diese Feuerwehr-Thematik dort, und sie kommt dann mit in das Team da rein, und alles irgendwie ganz komisch, und parallel dazu wird halt ihr Bauch immer noch größer, und ach, das ist alles ganz... Ja, weil sie schwanger ist von dem Auto. Sag's doch, wie es ist. Ach stimmt, ja. Sie hat einen Schalthebel von dem Auto gebumst. Das habe ich noch ganz vergessen, ja. Nicht nur ein Auto. Ja, also ganz komisch. Wird beschrieben hier als Body-Horror-Film, weil natürlich auch so diese ganze Body-Transformation und sowas da wohl auch eine Rolle spielen soll. Aber was jetzt irgendwie so ein bisschen teilweise interessant klingt, so mit, ja, sie bringt irgendwie Leute um, Polizei ist auf der Spur, sie muss fliehen und kommt dann unter anderem in die Identität unter, was auch ungefähr so in den Filmbeschreibungen steht, die man liest, ist einfach total stupide und stinkelangweilig und nur nochmal ab und zu aufgelockert von irgendwelchen absolut dubiosen, ekligen Szenen, sehr, sehr viele, wirklich sehr abgefahrene Szenen. Da sind so viele Leute rausgegangen aus dem Kino, das ist unglaublich, also war am Schluss ja kaum noch jemand da. Kann ich aber verstehen. Also es gab eine Szene, ich habe mir mehrfach Augen und Ohren zugehalten, weil ich es einfach nur widerlich fand. Klar, man weiß, es ist ein Film, es ist nur Fiktion, aber es gibt einfach Dinge, die will ich nicht sehen.
Also vor allem als Frau will ich die nicht sehen. Und mich, also ich erinnere nur an die eine Szene, als sie rausfindet, dass sie schwanger ist. Und ich will sowas nicht sehen. Ich kann sowas nicht sehen. Ich hätte fast gekotzt. Mir, war, mir ist wirklich dann selber richtig übel geworden. Und so, ganz furchtbar. Mir ist wirklich schlecht geworden. Und da habe ich das erste Mal eine Freundin angeguckt, die neben mir saß und irgendwo hin Kaffee trinken gehen will. Das kann ich mir nicht mehr angucken. Aber wir haben es natürlich durchgehalten. Ich habe mir, wie gesagt, oft die Ohren und Augen zugehalten, weil ich es einfach nur widerlich fand. Und was mich massiv an diesem Film gestört hat, ist, dass es zwei Filme waren. Es waren zwei Geschichten. Du hast einmal die Geschichte dieser Frau, die eindeutig einen Hau weg hat und reihenweise Leute umbringt. Und dann hast du die Geschichte des Mannes, der glaubt, seinen verlorenen Sohn zurückzubekommen. Und irgendwo zwischendrin im Film clashen die zusammen, wo ich auch denke, so, das gehört nicht zusammen. Das eine ist ein Serienmörderfilm und das andere ist ein Betrügerfilm. Ich habe es nicht verstanden, warum die zusammengekommen sind, diese beiden Ideen, diese beiden Filme. Für mich hat dieser Film überhaupt keinerlei Aussagekräftigkeit. Ich finde auch die Idee hinter dieser Liebe zu den Autos und diese krankhafte Fixierung und was dann daraus auch entsteht, dadurch, dass sie dann schwanger ist und was mit diesem Kind dann entsteht und so, ist einfach so unnötig. Das braucht kein Mensch. Also es ist schlecht gemacht. Ich fand es schlecht geschauspielert. Es war für mich komplette Zeitverschwendung und einfach nur widerlich. Ganz einfach. Das ist so. Das muss nicht sein. Sowas muss ich mir nicht angucken. Ja, widerlich trifft es ganz gut. Könnt ihr euch erinnern, ich habe mal vor einigen Ausgaben mal über den Film Raw gesprochen. Raw. Also. Ja. Ja. Das ist von derselben Regisseurin. Das war der erste Film von der Regisseurin. Ja. Und da ging es ja darum, dass eine überzeugte Vegetarierin an eine Uni kommt, wo die so dubiose Rituale haben mit irgendwie Fleisch essen und sowas, wo sie dann, also sie ist schon seit Kind irgendwie Vegetarierin und wo die dann feststellt irgendwie, oh, das Fleisch, das gibt ihr irgendwas und wird dann total fleischlustig, was bis hin dahin geht, dass sie Menschenfleisch isst und so. Und das, ja, von derselben Regisseurin, was ich Raw aber noch irgendwie zugestehe, dass es irgendwie noch sehr, sehr abgefahren war und eine coole Idee und auf eine gewisse Weise interessant. Hatte auch sehr viele ekelhafte Szenen drin, die der jetzt auch hatte. Aber der war irgendwie noch halbwegs stimmig, während der hier überhaupt nicht stimmig war. Da war wirklich ein wilder Mischmasch aus Szenen. Dann plötzlich tauchten irgendwelche random Personen irgendwo auf, die dann 5 Minuten später überhaupt keine Rolle mehr spielten. Und ach, ist alles halt komisch, also ich verstehe das auch nicht. Ist ein typischer Festivalfilm, wo dann die Leute so sich da drin verkünstelt. Es war ja sehr verkünstelt, der Film, wo die sich dann so drin auflösen können und wo die das analysieren können und so. War teilweise wirklich schön gedreht, so manche Szenen, so vom Licht her und so, aber das hat es mir alles nicht gegeben. Das hat die Story einfach alles kaputt gemacht, dieses wilde Zeug und was da war. Ich wusste auch nicht, was einem das nun sagen sollte. Es gab mal einen Film, der hieß Nemesis mit Oliver Gruner. Da ging es halt, basiert auf einem Buch von Philip K. Dick, der ja auch Blade Runner gemacht hat. Da ging es darum, dass die Menschen in Zukunft halt immer mehr, wie es heutzutage schon ist, kriegst ein künstliches Hüftgelenk oder Knie oder sowas. Und in Zukunft ist das halt noch extremer. Du kannst halt noch mehr ersetzen lassen in deinem Körper. Und dann ist die Frage, ab wann bist du denn eigentlich eine Maschine und kein Mensch mehr? Ja, und da wurde diese Frage dann aufgeworfen. Aber hier ist das ja überhaupt kein Thema. Das ist ja einfach nur Blödsinn da, wo sie dann die ganze Zeit so eine Ölspur hinter sich herzieht, die unten raustropft bei ihr und so ein Zeug dann hinten und vorne raus. Und das Öl aus den Brüsten läuft. Also ja. Wenn die USA das mitbekommt, haben die echt ein Problem. Oh Mann. Also fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich. Ich kann mich da echt nur anschließen. Kate hat es zwar gesagt von hier, was sie als Frau nicht sehen möchte, ich möchte es als Mann auch nicht sehen. Also es ist völlig geschlechterunabhängig. Das ist einfach, es war. Ja, manche sehen wahrscheinlich darin die Kunst und was weiß ich, was man daraus noch alles interpretieren kann und rausholen kann. Ich leider gar nicht. Also ich konnte damit echt auch überhaupt nichts anfangen. Und das war, ich hab, das fängt gut an, der Satz, bisher in meiner
Zeit in der Sneak tatsächlich eine Sneak frühzeitig verlassen und das war The Ring Thing, weil das einfach, der Film war nachhaltig einfach nur so banane dumm, also viel Scheiß gesehen, aber das war richtig banane dumm und das jetzt war der Film, wenn, glaube ich, jemand gesagt hätte, ey, lass mal gehen, ich wäre tatsächlich wahrscheinlich mitgegangen, weil ich auch gedacht habe, so, oh Gott, ey, hätte ich das gewusst, hätte ich es gesagt. Geht echt gar nicht. Also so widerlich teilweise, so, ja, das heißt so, ja, aber das ist halt, wow, so funktioniert das. Es ist einfach so komplett abgefahren. Von vorne bis zum Ende hat es mich nicht gecatcht, weil ja weder die Charaktere mich angesprochen haben, noch die Story, noch das, was da dahinter steckte, noch was weiß ich was. Überhaupt nicht meins. Und ich schau viel Horrorzeug und viel Splatterzeug oder hab das alles schon geschaut. Das ist ja alles nett, aber einfach nee. Furchtbar. Furchtbar. Vielleicht kannst du mal die Regisseurin, die scheint ja immer so, so eine Art von Story zu haben, immer so abgefahrene Dinge, die ganz bewusst irgendwelche Grenzen überschreitet. Vielleicht kannst du die mal auf die Blacklist setzen lassen bei der Sneak. Also mach da mal irgendwo eine Pinnwand, wo du mal den Namen da dran schreibst, dass die dann nicht, also dass da irgendwie ein Red Flag aufgeht, dass die wissen, okay, bitte den Film nicht. Ja. Ja, vor allem, das kann ja, ist ja auch keine gute Werbung fürs Kino. Also wenn du, weißt du, klar, dass in der Sneak nicht immer die Top-Filme laufen, ja, aber es kann keine gute Werbung für ein Kino sein, wenn während dem Film locker 30 Leute den Saal verlassen. Das ist nicht gut. Das sind dann solche Leute, die gehen dann auch nicht sofort wieder in die Sneak. Und also für mich ist das, also Chris hat gemeint, vielleicht ist es eine Art von, nein, ja, aber noch ganz kurz noch zu einem, was du gesagt hast. Wenn du hast gemeint, das ist vielleicht so eine Art von Kunst. Ja, dann bin ich aber gerne Kunstbanause, weil das kann ich nicht gut finden. So, jetzt Entschuldigung, Chris. Na, alles gut. Du darfst natürlich ausreden. Das, ja. ich finde, dass auch so ein Film, weil auch wenn du in unsere Auswertungsgruppe, wo wir ja gleich dazu kommen, auch reinschaust, da gibt es halt auch neben den unendlich vielen Wertungen zwischen 0 und 1. Ganz einfach, welche, die 10 Punkte geben, die 7 Punkte geben. Das heißt, es gibt welche, die das auch auf jeden Fall abgeholt hat, die da auch wahrscheinlich die Kunst hinten noch verstanden haben. Und deswegen finde ich das nicht so verkehrt, dass sowas auch in der Sneak läuft, weil einfach ein breiteres Publikum damit auch bedient wird. Und es wieder mal das Zeichen ist, schaut an, es kann alles Mögliche da laufen. Und das finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, also ich sag mal so, Goldene Palme von Cannes, das heißt eigentlich auch immer trotzdem was Gutes. Ich sag mal, Pulp Fiction hat damals auch, bei den Oscars ist der leer ausgegangen, Goldene Palme von Cannes gewonnen und wir wissen ja, dass es ein guter Film ist. Und ich meine, es gibt halt wirklich sehr, sehr wilde französische Filme hier, gerade wenn ich so zum Beispiel an die Gaspar Noé-Sachen denke, Irreversibel und sowas, die mir aber wiederum sehr gefallen dann. Aber das war einfach Müll. Also der vorhergehende Film, der schrammte schon an dieser Kante lang so zum absoluten Mist. Ja, und den konnte man aber irgendwie noch gucken. Irgendwie war der ganz interessant und war halt was Neues und war sehr wild und rough. Aber der, oh nee, und vor allem so top produziert und, ach nee, ich weiß auch nicht. Oder, Moment, ich habe jetzt hier einen neuen Button für sowas. Mein Gott, ist das eine Scheiße hier. Ist so ein Scherz, ist aber was, ehrlich, ey. Mein Gott, nee. Vor allem, ja, was mich halt so traurig macht, was mich so traurig macht, dass ich 2 Tage vorher erst noch einen französischen Film hatte, den ich so toll fand, den wir auch in der letzten Woche besprochen haben. Und dann denke ich so, ja gut, ich muss französischen Filmen einfach auch doch immer häufiger mal auch eine Chance geben, auch in anderen Genres als nur in Comedy-Varianten. Und dann kommt halt so ein Film ums Eck. Alter. Ja, aber es tat polarisiert halt, weh. Ne? Polarisiert, genauso wie Irreversibel, da sind ja damals in Cannes auch etliche aus dem Saal gegangen und bei so einem Filmfestival, wenn da Leute aus dem Saal gehen, das ist schon eine harte Nummer und das ist trotzdem ein sehr, sehr guter Film, aber hier, ich weiß nicht, also nee, also Titan, ne, also Titan, ja, keine Ahnung, wie der, wahrscheinlich, weil sie eine Titanplatte da im Kopf hat und sich dann Schritt für Schritt dann der ganze Körper dahin umwandelt und ja, weil das quasi der
der Krankenwagen sie gerettet hat, quasi vor dem Tod, hat sie halt die Affinität zu Autos. Wenn das die ganze Geschichte ist, na gute Nacht. Also von mir, das war ein Totalausfall. Also ich habe 0 Punkte auch in unsere Gruppe gegeben. Ich gebe auch überraschenderweise keine Weiterempfehlung für diesen Film. Ja doch. Das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich 0 Punkte gebe. Das ist furchtbar. Nee. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich gebe tatsächlich auch 0 Punkte. Also ich habe echt mit mir gerungen, aber mich dazu entschieden, ich gebe bei den 0 Punkten mit, weil nein. Einfach nein. Ich kann es drehen, wie ich will. Ich finde nichts Positives. So ist es. Also, das wird wohl, glaube ich, ich hoffe, ich kann, ich bin ganz verwirrt. Ich wünsche euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr den Film in der Sneak Preview bekommt. Ansonsten, wenn ihr irgendwie dieses Logo seht von Cannes Filmfestival oder sowas, dann seid gewarnt. dann könnte es sein, dass dann kann gleich auch was Gutes kommen. Ist ja nicht der einzige Film, der dort lief, ne? Aber da kann man gleich dieses, was ist das, Eichenlaub da mit Cannes Sieger 2021. Also wenn das kommt, dann ist Vorsicht geboten. Oh Mann. Also, dann gehen wir mal lieber weiter. Was kommt denn dann? Was könnte denn morgen kommen? Wie sieht denn da der Tipp aus? Tipp für morgen lautet, wo habe ich ihn? Phasenprüfer. Also ich kenne das nur aus der Werkstatt und so. Genau. Getippt wurde, es ist nur eine Phase, Hase. Venom 2 und Contra. Mhm. Aber es ist nur eine Phase, Hase, passt wahrscheinlich am besten. Hat nur mal eine Frage, hat Venom 2 der Typ getippt, der immer den James Bond getippt hat? Dann ja, aber okay. Er kann ihn ja jetzt nicht mehr tippen. Ja eben, dann setzt er jetzt auf Venom oder was? Oh Mann. Denn ich wüsste nicht, was das mit einer Phase zu tun hat, Phasenprüfer oder so. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hatte gedacht, irgendwas mit einem Elektriker oder sowas. Und, naja. Ah gut, lassen wir uns mal überraschen. Hoffentlich kommt was Besseres, ey. Ich musste dann das auch ist nicht so schwer. Musste dann auch die diverse Serien-Episoden dann noch gucken, um das einfach mein Gehirn irgendwie wieder reinzuwaschen nach diesem ohne Zeug Spaß. Da. Ich habe echt total schlecht geschlafen nach der Nacht. Dieses ganze wirre Zeug da. Deswegen, was haben wir denn im Heimkino geguckt? Heimkino. Da haben wir alle einen Film geguckt, der jetzt neu verfügbar ist auf Sky. Und Free, Disney Plus. Disney Plus. Warum habt ihr auf Disney Plus? Ich hab's auf Sky. Was ist da anders? Warum? Nein, es gibt ihn da halt auch. Also. Ach so, ja, okay. Und es gibt Gründe, warum er auf Disney Plus auch läuft. Muss man Disney Plus, ist das da in diesem Zusatztarif, nein, wo man es kaufen muss? Nein. Nein. Okay. Nein. Frei verfügbar. Okay. Naja. Wer möchte von euch den jemand vorstellen? Oder? Ja, das ist ja wahrscheinlich das Perfekte für den Chris, oder? Das war so klar, ja. Wir haben uns Free Guy angeschaut, den wir vor über einem Jahr hatten wir da schon mal den Trailer, habe ich mal den Trailer mit angeschleppt hier in diesen wunderschönen kleinen Podcast. Da waren wir schon gehypt. Da waren wir schon so ein bisschen, oh mein Gott, Ryan Reynolds, das sieht schon mal richtig witzig aus, irgendwie so eine ganz komische Welt. Und in der Tat, der Film ist in einer komplett komischen Welt, weil wir lernen Guy kennen. Guy hat einen gewissen Ablauf morgens, er zieht immer das gleiche blaue Hemd an, er hat auch sein Namensschild dran, er trifft seinen besten Freund Buddy, sie gehen zusammen in die Bank wird überfallen und das Tag ein, Tag aus. Und sie kapieren halt so nach und nach so, okay, irgendwie scheint sich das hier um was Besonderes zu handeln, weil es kommen immer wieder Helden oder irgendwelche Leute, die haben Sonnenbrillen auf und die können irgendwie mehr in dieser Welt. Und was Guy und Konsorten nicht wissen ist, sie sind Teil eines Videospiels. Und eines Tages begegnet Guy eben eine Frau, in der er sich Schock verliebt, mehr oder weniger. Und dann beschließt, okay, ich sichere mir jetzt auch so eine Brille, weil ich möchte jetzt auch Held werden. Und sieht dann plötzlich, was halt die Player quasi sehen. Mit den ganzen Lootpunkten, mit den Healing Points und den Stationen, um sich wieder aufzupäppeln und alles. Also komplett und ist natürlich völlig verwirrt, weil, wie kann das sein? Und
hat dann eine erste größere Begegnung auch mit seiner Kumpanin und sie sagt, hey, aber du bist noch, komm wieder, wenn du Level 100 bist. Weil sie ist Level 100 irgendwas über 30 schon so und er ist halt Level 1, weil er quasi da neu anfängt. Und das nimmt er sich sehr zu Herzen, der gute Guy, und wird zum absoluten Good Guy von diesem Videospiel. Also sie sagt ihm ja, wie er hochleveln kann, ne? Entweder ja, ja. Bad Guy, aber das ist schwierig, oder halt gute Sachen machen oder halt ab und zu mal, ja, genau, irgendwelchen Leuten Waffen wegnehmen oder Autos. Ja, und er wird einfach zum kompletten Vorbild dann auch. Und dann geht natürlich auch der Blick nach draußen auf die äußere Welt, oder auf die reale Welt, weil die Dame, die er da kennengelernt hat im Videospiel, die hat natürlich ein Geheimnis. Die hat nicht nur ein tiefes und schweres Geheimnis, sondern sie ist tatsächlich Mitgestalterin dieses Spiels. Aber sie kann es nicht beweisen, weil der Code von ihr wird, also der Code von Millie wird zwar verwendet, aber sie kann es noch nicht beweisen. Und zwar Jodie Comer spielt Millie und sie hat vor Jahren zusammen mit Keys zusammen ein Code geschrieben für ein Spiel, für ein Independent-Spiel, das sich quasi selbst entwickeln sollte, wo die Charaktere sich selber entwickeln. Und das Ganze wurde von Antoine aufgekauft. Gespielt von Taika Waititi. Genau. Regisseur von Thor. Ja, genau. Und der hat da was ganz anderes drumherum gebastelt. Und jetzt geht es quasi darum, dass sie belegen kann, okay, von uns ist dieser Code-Schnipsel. Was da abläuft, ist nicht ganz korrekt. Und wir wurden da auch um unser, ja, ich will jetzt nicht sagen Lebenswerk, aber ich glaube, es geht in die Richtung ums Lebenswerk betrogen. Und halt auch, es geht um ganz arg viel Geld am Anfang noch. Mit Millie hat das ja zusammen mit Keist gemacht und Keist arbeitet inzwischen für Antoine. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo du dir denkst, okay, alles klar. Es entspinnt sich also in der realen Welt einiges und in der Playstation-Welt quasi oder in der wie heißt es, Free World heißt es, ne? Ich glaube ja. Free City. Wo halt Free Guy, also Guy, einfach zum Star aufsteigt. Und jetzt, was macht man? Die suchen natürlich den Spieler, den kann man nicht bannen, weil den Spieler gibt es ja nicht, bis sie dann irgendwann kapieren, okay, da steckt mehr dahinter. Wo das hingeht und wie und was, ich glaube, das verraten wir nicht, ne? Nee. Nein, das ist sehr gemein. Wie und was. Was wir allerdings verraten können, ist, holy fucking shit, ist das genial gemacht. Also, es sind so unfassbar viele Anspielungen auf Videospiele. Ich glaube, man bräuchte eine Woche, wo man nur den Film schaut, um alles rauszuklabustern. Von The Witcher, was viele schon nicht verstanden haben, wahrscheinlich, weil man es auch nicht gespielt hat, woher auch, bis zu sämtlichen Autorennspielen, irgendwelche World of Tanks Spiele, irgendwelche Shooter, COD ist mit drin. Ganz viel GTA. Ganz viel GTA natürlich auch und solche Sachen. Also unfassbar gut einfach. Unfassbar gut. Weil Ryan Reynolds das zum einen mega gut spielt. Man merkt dem in jeder Szene einfach an, boah, ich hatte total Bock auf diesen Film. Und alle anderen, die da auch mitspielen, denen merkst du das einfach auch an. Die haben Bock auf das Projekt gehabt, glaube ich. Bock auf die Idee und auf die Umsetzung. Und also es ist von den Effekten her einfach richtig cool gemacht, dann auch immer wieder diesen Switch hinzukriegen von Realität zu Computerspiel, das halt dann auch für die ganz real wirkt. Und dann siehst du es wieder von außen und alles. Und dann für mich einer der wichtigsten Punkte in diesem Film überhaupt, Disney hat massivst gegönnt. Also was Disney da hat reinfließen lassen mit in den Film, holla die Waldfee. Und das aber auf eine so geniale Art und Weise. Und wenn man dann auch noch sich überlegt, welche Gaststars auch noch einen Auftritt hatten. Man erkennt sie ja nicht. Man sieht sie ja teilweise nicht. Manchmal erkennt man vielleicht auch nur die Stimme. Einfach unfassbar gut und unfassbar witzig auch gemacht. Also richtig, richtig gut. Hat voll meinen Nerv getroffen.
voll mein Style, wirklich tempogeladen wird. Ich habe nicht eine Minute gehabt, wo ich den Film irgendwie lahm oder langweilig oder irgendwas fand, wo eine Länge oder irgendwas drin war, sondern er hat einen richtig schönen Flow, der erzählt wird. Er hat einfach super sympathische Charaktere, ist richtig schön gemacht, richtig schön durchdacht und klar, er hat auch seine technischen Fehler drin, um Gottes Willen, brauchen wir nicht drüber reden, aber die sind so minimal, dass sie nicht aufs Gesamtkunstwerk das irgendwie negativ beeinflussen. Also ich hatte extrem viel Spaß und ich kenne zwei andere Menschen, die das auch hatten. Ja. Die sind hier in der Leitung und sagen nichts mehr. Ja, nee, weil keiner weiß jetzt nicht, dass man doppelt alle gleichzeitig. Ich fand's auch cool, diese ganzen Nebencharaktere, weil die ganzen NPCs, die da noch in dem Spiel rumhängen, das waren teilweise alles irgendwelche bekannten Leute, bis hin zu, dann gibt's ja auch diese ganze Ebene mit diesen Twitch-Streamern, die dann da quasi das Spiel live streamen. Da waren so viele bekannte Leute dabei. Wer sich Twitch und YouTube-Streamer, ne? Ja, also genau. Wer sich da ein bisschen im englischen Raum mal auskennt, so die Top-Streamer, wer da mal bei Twitch schaut, nicht nur im deutschen Bereich, ja, da wird da einige Leute wiedererkennen. Und ja, bis hin zu diesen NPCs und oh, das war einfach so cool gemacht, diese Cameo-Auftritte von den vielen Leuten. Am Anfang wirkte das so ein bisschen, gerade mit dem blauen Hemd und mit dem Anziehen und mit der Wohnung, wirkt so ein bisschen wie der Anfang von dem Lego-Movie. Oder hier, everything ja. is awesome und so. Er fängt an zu singen oder so, oder? Ja, genau. Und das hat eigentlich nur noch gefehlt. Das war echt ein cooler Film. Also läuft ja auch noch im Kino. Also wer möchte, kann den sich auch ja, gerne im Kino anschauen und richtig Spaß haben. Na, Kate, dir hat er auch gefallen. Absolut. Ich habe ihn heute sogar nochmal geguckt. Dadurch, dass ich spiele ja keine Computer. Ich bin ja kein Gamer. Aber der Film war so gut gemacht, der ist so spannend gewesen und lustig und interessant zugleich. Aber zum Glück konnte ich, dadurch, dass ihr ja Gamer seid und ich das so ein bisschen mitkriege, kannte ich ja die ganzen Worte und was bedeutet und was Looten ist und bla, das kannte ich ja dann alles. deswegen, ich wusste auch, was ein NPC ist und so. Dadurch, das war der Film für mich jetzt nicht irgendwie schwer zu verstehen. Und der hat mir so viel Spaß gemacht. Vor allem, du hast noch gemeint, da kommt dann eine Szene mit der Brücke und ab dann wird es richtig geil. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Vor der Brücke habe ich gesagt. Ja, aber wenn das dann kommt. Ne? Und ich so, wann kommt denn das jetzt endlich? Weil der Film ist doch schon grandios. Was soll denn noch kommen? Und dann kommt die Szene vor der Brücke und ich bin innerlich halb ausgerastet. Das war so gut. Und auf der Chris und nehmen wir so, what? Ja, und ich musste den heute nochmal gucken. Ich habe noch einen anderen Film geguckt, den ich auch noch gleich bespreche. Und danach direkt nochmal Free Guy. Ich werde ihn wahrscheinlich auch noch dreimal gucken. Es macht so Spaß. Er ist so cool. Und ich glaube, dass da ganz viel noch versteckt ist. Irgendwelche kleine Easter Eggs im Hintergrund, die nicht so auffallen. Und sowas liebe ich massiv. Ja, sowas zu finden. Ganz massiv. Und der ist einfach der ist einfach so gut gemacht. Der macht so Spaß. Und dann gibt es einen Charakter, von dem hörst du nur die Stimme und dann denken sie so, ist das der? Und wir so, naja, vielleicht ist das nur Zufall. Und ich guck dann online und ich so, doch, das ist er tatsächlich, weil die halt im Deutschen sogar die richtige Synchronstimme benutzt haben. Und diese Kleinigkeiten liebe ich. Ja. Ja. Absolute Sehempfehlung. Definitiv. Man kann sogar mal einen Deadpool-Poster sehen, ne? Ja. mit einem anderen, der ja, das ist einfach echt so gut. Super gemacht. Ich würde mich da freuen, wenn es da vielleicht sogar noch irgendwie einen weiteren Teil irgendwas gibt. Und ja, wobei du da aufpassen musst, nicht, dass das irgendwo dann in die falsche Richtung wieder abdriftet, ja. Weil Fortsetzungen sind nicht immer so das Beste. Aber es ist einfach, come on, oder was anderes einfach, in der Art und Weise. Cool, richtig irgendwas. Sauguter Film einfach. Macht extrem Spaß, also gerade wenn man eine gewisse Gaming-Affinität hat, da kann man ja wahnsinnig viel Spaß haben. Macht viel Spaß und macht viel richtig. Ja. Und das ist halt eine Kombination, die ist richtig gut. Großes Lob an dieser Stelle. Deswegen, ich gebe auch 9 Punkte. 9,5 von 10. Du gibst 9,5, dann darf ich das mal korrigieren bei dir. So. Ich gebe ihm unfassbare, wunderbare, volle 10 Punkte. Ja! Ich würde nichts daran ändern. Er ist so toll, der Film.
Ein bisschen mehr Soundtrack hätte ich mir gewünscht. Da war das ein Lied, das kam mehrfach. Und da gab es so Szenen, da hätte ich mir gerne noch ein bisschen. Aber das kostet ja auch alles immer Geld. Das kann ich verstehen, wenn sie nicht so viel reinnehmen. Gerade auch so, wenn man so an GTA denkt zum Beispiel. Ne, da hast du ja so ein Radio, was die ganze Zeit läuft, mit richtig geiler Musik. Und so, das gehört irgendwie dazu. Naja, Kate, The Tunnel, die Todesfalle, ist das hier, wo die sich irgendwo durchgraben dann hier bei der Republikflucht oder was ist das? Ist das hier mit Heino Ferch, der Film? Nee. Das ist ein Film, der läuft auch jetzt gerade auf Sky, kann man dort auch auf On Demand klicken und ist ein norwegischer Film. Ich habe keine Ahnung, wie man den Regisseur ausspricht. Es heißt, ich glaube, da steht sowas wie Pal Oi oder so ähnlich. Das ist so ein O mit einem durchgestrichenen. Ein Ö. Und ein IE. Ein Ö. Pal Oi. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Der Film ist quasi eine Inspiration aus wahren Begebenheiten. Denn in Norwegen gibt es ganz, ganz viele Tunnel und auch ganz viel wetterbedingte Katastrophen. Und deswegen werden da teilweise die Leute durch die Tunnel eskortiert mit Schneepflug etc. Und in einem, so einem Tunnel, darum geht es in der Geschichte, passiert ein Unfall und es werden Passagiere und Fahrer und Kinder und alles Mögliche in diesem Tunnel eingesperrt und die Rettungskräfte haben mit dem Schnee und einem Unwetter zu kämpfen und kommen auch nicht so schnell dorthin. Also werden quasi eher normale Menschen zu Helden und versuchen sich hilfreich zu betätigen, indem sie die Menschen versuchen zu retten. Und es geht natürlich auch die Geschichte, wer alles in dem Tunnel ist. Also wir haben eine kurze Vorgeschichte, wo wir den einen oder anderen Charakter kennenlernen. Aber es wird jetzt sich nicht ewig aufgehalten mit Vorgeplänkel. Es geht relativ schnell zackig voran. Was mir sehr gut gefallen hat, es ist jetzt ich mag ja Katastrophenfilme und ich mag auch schlechte Katastrophenfilme. Das ist einer, der zählt wirklich zu den guten Katastrophenfilmen. Er ist spannend gemacht, er hat, wie gesagt, hält sich nicht auf in Unnötigkeiten und wird auch nicht massiv aufgebauscht durch krasse Explosionen oder so. Er ist relativ real gehalten. Und das wiederum hat mir sehr gefallen an dem Film. Man kann ihn sich durchaus anschauen, aber man muss jetzt hier nicht mit einem Riesenspektakel und einstürzenden Wänden und Riesenexplosionen drauf hoffen. Das wird nicht passieren. Also es ist relativ real gehalten. Und das hat Spaß gemacht. Die Schauspieler kannte ich allesamt gar nicht, aber das ist halt, weil es ein norwegischer Film ist, kenne ich nicht. Aber waren gut. Kann man sich an. Gibt es ja Unmengen von Filmen, die The Tunnel heißen, stelle ich gerade fest. Sehr irre. Es gibt auch eine ganze Serie, die so heißt. Eieiei. Es ist The Tunnel, die Todesfalle. So heißt der. Ich habe ihn gerade gefunden. Auf. Okay. Klingt so ein bisschen nach Sky. Daybreak. Ja. Wo die alle, das sind ja auch irgendwo gefangen hier mit Sylvester Stallone, da irgendwo in so einem Tunnel. Ja, was mir halt so gut gefallen ist, dass es einfach eine Kleinigkeit ist, weshalb es in dem Tunnel zu einem Unfall kommt. Und diese Kleinigkeit siehst du am Anfang schon mal und du denkst dir aber nichts dabei, als du das siehst. Und dann passiert es und dann denkst du, oh Gott, das hätte man verhindern können. Ja. Und das ist das Traurige daran. Und wie gesagt, dass es eben von wahren Ereignissen inspiriert ist. Also es beruht nicht auf wahren Ereignissen, es ist davon inspiriert. Okay. Ja. Naja, okay. Vielleicht schaue ich da mal rein auf Sky. Irgendwie ist da. Aber aufpassen, nicht, dass du einen Tunnelblick kriegst. Das kann natürlich sein. Ich habe ja, um mein Gehirn wieder ein bisschen reinzuwaschen nach diesem furchtbaren Film, habe ich unter anderem auch natürlich den Schläferz-Film geguckt. Den habe ich mir aber aufgenommen, wenn es ein bisschen zu spät kam. Da kam diesmal, was echt gut ist, der Kampf um die fünfte Galaxis. Und das ist ein italienischer Science-Fiction-Film von 1970 oder so, schätze ich mal. Und ist ein schamloses Star Wars Rip-Off, würde ich mal sagen. Also da wird so viel kopiert ohne Ende. Man hat es schon in den Trailer gesehen, den ich euch mal kurz geschickt hatte auf WhatsApp.
Also da sind dann auch so die Chefs dann, die so eine Maske aufhaben wie Darth Vader, so ähnlich. Natürlich nicht ganz genau dieselbe und letzten Endes sehen dann auch alle so aus, als hätten sie irgendwelche Leder-Sadomaso-Anzüge an und so. Ganz, ganz furchtbar. Ne? Was halt bei Dings hier, Spaceballs, noch irgendwie witzig war. Es ist ja einfach so wirklich so dermaßen daneben. Und jetzt die absurde Geschichte ist dann, dass eben das, ich nenne es mal das Imperium der Einfachheit halber, die nennen es irgendwie anders, habe ich ja jetzt vergessen. Die wollen da irgend so einen Planeten unterwandern und nachdem sie alles, was auf ihrem Weg lag, wirklich pulverisiert haben mit ihren Laserstrahlen, sonst was, riesige Waffen, kommen sie auf die Idee, nun den Planeten, den sie eigentlich kaputt machen wollen, nicht mit ihren Waffen anzugreifen, sondern haben sie so ganz dubios irgend so eine Chemikalie, irgend sowas, womit sie einen Menschen umwandeln können in eine Art, sie nennen es immer einen Humanoiden, was ich aber Quatsch finde, weil es ist ja ein Mensch dann, aber zu einem Humanoiden machen, der hat dann auch in der Stirn in der Mitte, wie damals hier der bei Avengers hier in der Mitte, so ein, wie so ein Diamant, also so einen komischen Stein da. Und über den können sie den Typen fernsteuern. Der Typ wird von niemand anderem gespielt als von Richard Kier. Nicht Richard Gere, sondern Richard Kier. Der den könnte man kennen als den Beißer aus den James Bond-Filmen. Also dieser Riesentyp, der wirklich schauspielerisch null Talent hat und einfach auch bei James Bond nur dabei war, um da irgendwie rumzubeißen. Und der läuft dann hier so total ungelenk, also dem sein Raumschiff wird von dieser Mini-Atomrakete getroffen, wo sie die Chemikalie haben und der wird dann zu dieser Art Terminator, der dann irgendwie ungelenkt durch die Gegend wandert und trotzdem aber alle Wachen niedermacht, die dann, er ist natürlich auch gleichzeitig unverwundbar durch alle Laserstrahlen und ja, kann dann da wirklich eindringen und parallel gibt es dann natürlich so die, in Anführungszeichen, die Rebellen, die dann versuchen das dann auch, ja, irgendwie. Es spielt auch mit, die weibliche Hauptrolle hat die Frau, die zum Beispiel in den Softporno-Erotik-Film Die Geschichte der O mitgespielt hat, falls das jemand kennt, natürlich kennt ihr das nicht, ne? Nee, nie gehört. Und ja, die Damen, die hatten hier auch alle, sag mal, diese Gewänder, man hat deutlich gesehen, dass da nichts drunter ist, ja, also das hatte noch einen gewissen Effekt dann, aber ja, Corinne Clery heißt die Dame, die da mitgespielt hatte, die hat auch bei James Bond Moonraker mitgespielt, also irgendwie eine Versammlung von ehemaligen James Bond Darstellern, aber es war natürlich kein guter Film, aber der war diesmal wenigstens auf eine lustige Weise schön, also man konnte sich da echt kaputt lachen, wie viel. Also die haben ja auch immer so ein Trinkspiel bei Schläferz, dass ich natürlich nicht mitmache, weil ich ja keinen Alkohol trinke, ne? Und da war diesmal die Aufgabe, jedes Mal, wenn ein schamloser Star Wars Rip-Off zu sehen ist, dann soll man was trinken. Und das war halt ständig. Angefangen von irgendwelchen Szenen bis hin Anfang so eine Art, die Laufschrift haben sie versucht zu kopieren, sah aber alles scheiße aus und ja. Kampf um die fünfte Galaxis. Kann man auf Schläferz bestimmt noch nachschauen. Beim nächsten Mal, am nächsten Freitag, je nachdem, was mich hier am Montag erwartet, werde ich das auch wieder dankend annehmen, kommt der Film Rise of the Animals. Das ist eine Asylum-Produktion, die ja bekannt sind dafür, Scheißfilme zu machen, die ja häufig auch solche Rip-Off-Filme machen, die man im Blu-ray-Regal sieht, wo das Cover so ähnlich aussieht wie ein guter Film. Und der aber dann wirklich einfach so ein Billigfilm, der da schnell rausgerotzt ist und mal schauen. Hat ein Budget gehabt von $7,000. Das klingt schon mal gut. Also das klingt wirklich echt gut. Und ich freue mich da drauf. Also jetzt am Freitag wieder Schläferz. Ist echt lustig, ja. Alright, dann sind wir ja schon durch mit den gesehenen Filmen für heute. Dann gucken wir mal, was Neues anläuft. Ist da irgendwas Cooles dabei? Halt, das war der falsche. Den hier. Kinocharts und Neustarts. So, mal gucken, was hier. Ich habe ja schon einen Tipp, eine Vermutung, was neuer Platz 1 ist. Platz 5 hier in den Innenstadtkinos in Stuttgart ist Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Der soll sehr gut sein, habe ich jetzt wieder von ein paar Leuten gehört. Ja. Platz 4, die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefensee. Okay. Der Tiefsee, Entschuldigung. Schachnovelle mit Oliver Masucci. Platz 2, ein Film, der absolut episch sein soll: Dune. Aber 2,5 Stunden Kino ist halt auch eine Nummer, ne? Ja. Ach, ich weiß nicht. Platz 1,
natürlich der neue James Bond, der letzte mit Daniel Craig. Keine Zeit zu sterben. No time to die. Wo ich ja echt überlegt hatte, weil ich hatte es ja mal in unsere Gruppe gefragt, ob ihr da Bock habt, und war jetzt nicht so die wahnsinnig Resonanz. Ihr wollt wahrscheinlich auch diesen fast 3-Stunden-Film dann doch eher mal zu Hause gucken. Und ich hatte wirklich die Idee gehabt, da alleine reinzugehen, mit denen anzugucken. Aber entweder waren die Kinos alle ausgebucht, oder bei den Kinos, wo noch Platz gewesen wäre, die haben nicht drauf geachtet, da Abstände einzuhalten. Da hatte ich auch keine Lust drauf, jetzt mir die Leute dann im Genick sitzen zu haben und neben mir irgendwelche Fremden. In der globalen Pandemie muss man das nicht machen. Aber vielleicht schaffe ich es ja in der folgenden Woche noch, da mal reinzugucken. Jo. Und was läuft denn noch so an? Mal schauen, was da so dabei ist. Hinterland. Oh, den hatten wir ja in der Sneak Preview. Den fanden wir ja ganz gut. Historischer Thriller über einen Kriminalbeamten, der aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt und es mit einem Serientäter aufnehmen muss in Wien. Visuell sehr beeindruckender Film. Und auch sonst die Geschichte nimmt einen sehr mit. Ja, war ganz cool. Dann startet Die Verschwundene, ein düsterer Krimi um das Verschwinden einer Frau in einer abgelegenen Bergregion. Okay. Dann ein Film, von dem ich viel Gutes gehört habe. Nowhere Special mit James Norton als alleinerziehenden Vater, der nach einer Krebsdiagnose eine neue Adoptivfamilie für seinen Sohn sucht. Und ja, gruselig. Soll einen sehr mitnehmen, der Film. Soll aber sehr gut sein. Auch der Kinderdarsteller soll super sein. Dann läuft an Titane. Das erwähnen wir nicht weiter. Meisterwerk. Töchter. Ja. Eine deutsche Tragikomödie um zwei beste Freundinnen und ihre Probleme mit ihren Vätern. Was ist das andere? Okay. Dann haben wir noch die Jönsson-Bande. Eine schwedische Komödie über eine Gaunerfamilie, die einen großen Raubzug planen, bei dem vieles schiefgehen könnte. Klingt ja fast wie die Olsen-Bande. Das war aber dänisch damals. Ja. Und dann noch The Dark Song, britischer Horrorfilm um eine Mutter, die mit einem Okkultisten ihren toten Sohn kontaktieren will, der gekidnappt und ermordet wurde. Das ist auch nicht gerade ein Feelgood-Film hier. Ja. Das Haus? Das Haus, sollen wir den auch noch nehmen? Okay, nehmen wir das dystopische Drama in der nahen Zukunft, in der sich ein Journalist mit seiner Frau in seinem Smart Home verschanzt. Das Haus wird jedoch zum gefährlichen Gegenspieler. Spoiler und Tipp. Strom trennen. Klingt aber schon irgendwie lustig. Nein. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du der A-Punkt einfach den Strom nimmst, dann kann die A-Punkt auch nichts mehr steuern. Ja, bloß dann kommst du vielleicht auch nicht raus, weil wenn die A-Punkt dir die Tür aufmachen soll und es nur über die A-Punkt geht oder die S. Also, ja, das ist schon richtig. Nur A-Punkt oder S-Punkt, trotzdem, egal wie die Tür ist, musst du trotz alledem einen Fluchtweg haben. Das ist aber was weiß ich schon. Krass. Also laufen mittlerweile sehr viele Filme wieder an. Ich sehe es gerade bei Filmstarts, aber da brauchen wir jetzt nicht auf jeden einzelnen eingehen. Aber schaut ruhig mal in die Kinos rein, in die Kinoprogramme. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was euch wirklich ins Kino treibt. Ne? Die Kinos können immer noch... Ach ja, genau, einen wollte ich noch erwähnen. Wonders of the Sea, der lief auch heute Sonntag 11 Uhr in den Innenstadtkinos. Das ist ein 3D-Film von dem Sohn von Jacques Cousteau, von Jean-Michel Cousteau. Der hat ganz tolle Unterwasseraufnahmen gemacht, und die dann in 3D zu sehen, das muss der Hammer sein. Also ich habe da von anderen Vorstellungen gehört, die waren so beeindruckt. Okay. Und ich wäre da auch reingegangen, wenn er nicht heute 11 Uhr gewesen wäre, wenn sie irgendwie noch zu einem anderen Zeitpunkt das gehabt hätten, wäre ich mit meinem Kleinen mal rein, weil der mag ja total gern so Fische und Unterwasserwelt und so. Hat man jetzt gerade auch im Urlaub gehabt. Ja, soll ein toller Film sein. Also wenn ihr auf sowas steht, guckt euch das mal an. Wonders of the Sea 3D. Okay, dann sind wir eigentlich soweit durch hier. Ich schau mal kurz, was so in Amerika gerade in den Charts los ist, ob da irgendwas dabei ist. Shang-Chi Platz 1. Dear Evan Hansen ist Platz 2. Oh ja. Zwei. Da habe ich einen Trailer zu gesehen. Der Film muss so gut sein. Mit Ben Platt und Julian Moore. Über ein... ist ein das mit Tony und Grammy Award ausgezeichnete Musical über Evan Hansen, ein Highschool-Schüler mit sozialer Angststörung, der nach dem Selbstmord eines Mitschülers auf eine Reise der Selbstentdeckung und Akzeptanz geht. Ich glaube, da wird viel gesungen wahrscheinlich. Free Guy ist Platz 3 in den USA vom Einspiel her. Es wäre ja mal interessant zu wissen, ob der in den USA dann auch schon im Streaming verfügbar ist.
Candyman ist noch, Cry Macho, Jungle Cruise, Malin Young. Ah, na gut. Was haben wir noch so im Angebot heute? Serien sehe ich hier. Serien. Wo ich meinen Bambon nicht finde. Wo ist der hin? Ach, hier oben. Serien. Wo ist Eriks Bambon? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich über die Serie schon gesprochen habe. Habe ich über die Serie Y schon gesprochen? Nee, ich glaube nicht, weil bei mir steht es auch drin. Ja. Du hast auch angeguckt, die ersten Folgen, die verfügbar sind? Ja, für Fortsetzung folgt. Also nicht alle, ich habe zwei geguckt. Okay. Das hat mir gereicht. Okay. Ah, okay. Also, bei Why the Last Man geht es darum, dass aufgrund einer bisher noch unbekannten Ursache alle Männer sterben. Also nicht nur alle Männer, sondern die ganze männliche Spezies, also auch männliche Tiere und so. Das heißt, es gibt nur noch Frauen und weibliche Tiere. Aber keiner weiß warum. Das passiert einfach. Und es passiert alles zum gleichen Moment. Bedeutet, es bricht Chaos aus, denn Piloten sterben, während sie gerade Menschen durch die Gegend fliegen, Züge entgleisen, Flugzeuge stürzen ab. Quasi die komplette amerikanische Regierung bricht zusammen, weil halt alles nur von Männern regiert wird. Und die Frauen müssen damit irgendwie klarkommen. Das Einzige, was seltsam ist, dass genau ein Mann und sein Kapuzineräffchen überleben. Und die müssen sich jetzt irgendwie schützen, weil natürlich jeder wissen will, warum lebt er, warum er und nicht der Mann der einen Frau oder der Sohn oder das Kind der einen Familie. Und so führt diese Geschichte uns durch mehrere Gesichtspunkte. Also wir haben einmal eine Frau, die dann Präsidentin wird, die vorher, glaube ich, Sprecherin des Weißen Hauses war, wird jetzt Präsidentin und andere, die mal was zu sagen hatten, weil ihr Mann was zu sagen hatte, haben plötzlich nichts mehr zu sagen und müssen damit leben. Wir begleiten da eben verschiedene Personen, unter anderem eben diesen Mann und sein Äffchen und dessen Schwester, und alle denken natürlich, er ist tot und keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau, worauf es hinausläuft. Ich finde es ganz interessant. Es holt mich jetzt noch nicht komplett vom Hocker. Da habe ich andere Serien gesehen, die wesentlich besser sind. Aber ich werde, glaube ich, dranbleiben, weil die Grundidee finde ich ganz cool. Und ich gerne wissen will, worauf das beruht und vor allem, warum der eine noch lebt. Hat wahrscheinlich irgendwas mit seinen Chromosomen zu tun, aber ja. Wir hatten dann... Gut. Hoch. Das war gerade irgendwie ganz komisch. War wie so ein Schaltgeräusch bei dir. Warst du fertig oder? Ich hab gar nicht. Ja, ich will nur, wollte wissen, wie es du fandest. Also ja, wir hatten da schon bei Fortsetzung Volk drüber gesprochen gehabt. Deswegen, der Daniel hatte dann ein bisschen ausgeholt, weil der kennt die Comic-Reihe, der hat die zu Hause. Das ist wohl eine Graphic Novel, kein Comic, also Graphic Novel aus, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo es her ist, aber ich glaube Frankreich, bin mir nicht sicher. Ich hatte eigentlich gedacht, es gab mal so ein Buch, was ich vor vielen Jahren mal gelesen habe von ich glaube, Robert Merle, heißt das, Die Letzten ihrer Art oder so. Da ging es halt auch darum, dass die Männer ausgestorben sind und nur noch Frauen gab auf dem Planeten, und wie sich dann die Gesellschaft verschoben hat zu einem Matriarchat und wie die auch dann damit umgegangen sind, was es dann für Probleme gab. Und natürlich die Männer, die wurden dann wie Sklaven gehalten und zu Befruchtungszwecken und sonst was, ne? Also, und ich dachte, es geht eher in die Richtung. Also die Frage, die du jetzt hier genannt hattest, hier, warum ist er der Letzte, das wurde ja in den ersten zwei Folgen überhaupt noch nicht thematisiert. Da geht es erstmal darum, wie hat er das überlebt, und ich fand es einfach ein bisschen langweilig insgesamt. Ich hätte mir schon mehr erhofft, wenn da so eine globale Katastrophe, plötzlich überall alle tot, dass da ein bisschen mehr Spannung drin ist, was da nun eigentlich ist und wie die damit umgehen. Aber es war doch eher sehr lahm erzählt. Gerade die ersten zwei Folgen, wo die auch nicht kurz sind, die Folgen. Also hätte man schon mehr erzählen können. Und ich habe trotzdem nach der ersten Folge nochmal eine Chance gegeben. Dachte ich, okay, vielleicht
finden sie jetzt hier mal einen Dreh, aber irgendwie in der zweiten Folge auch noch nicht so wirklich den Dreh gefunden. Und deswegen, ich weiß nicht. Was, ich finde es eigentlich ganz okay, dass die Serie sich ein bisschen Zeit nimmt und das aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Nur als Beispiel, ich habe auch eine andere Serie angeguckt, da will ich noch drüber sprechen, weil ich noch überlege, ob ich noch weiter gucke. Und die hat extrem viele Zeitsprünge, die springen da total hin und her auf eine sehr unangenehme Weise, weil ich habe nichts nebenher gemacht. Ich habe nur diese Serie geguckt, ich habe nur diese Folge geguckt und dachte so, hä, habe ich jetzt was verpasst? Habe ich irgendwie eine Einblendung verpasst, dass wir jetzt irgendwie 10 Jahre in die Zukunft gesprungen sind? Was ist denn jetzt hier los? Und weil die sich so schnell entwickelt, die Serie. Also ich habe 3 Folgen geguckt und habe nichts mehr verstanden, außer dem Grundthema dieser Geschichte. Und plötzlich waren Personen gar nicht mehr da und irgendwie sind die nicht mehr aufgetaucht und sind verschwunden und keiner erzählt was weiter. Und bei Why ist es wenigstens so, dass es nicht riesige Zeitsprünge sind. Wir haben hier eher einen Zeitsprung von einem Jahr mal oder so oder von 3 Monaten, wo ich mir denke, okay, Personen verschwinden nicht plötzlich, außer die Männer, die tot sind. Es wird halt, finde ich, auf eine sinnvolle Art und Weise erzählt, weil die haben zum Beispiel das größte Problem ist auch, was sie mit den ganzen Leichen machen. Also die haben ein riesen Gebäude, ich glaube, die sind im Pentagon. Und Teile des Pentagons sind gesperrt, weil die einfach noch nicht dazu gekommen sind, die ganzen Toten abzutransportieren. Und die faulen da einfach vor sich hin. Und das finde ich relativ logisch und sinnvoll erzählt, als jetzt die andere Serie, die ich jetzt angefangen habe, die einfach komplett, wo ich komplett nicht durchblicke. Mhm. Und ich mag Serien, die sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Sie dürfen sich nur nicht zu viel Zeit nehmen zum Erzählen. Und noch ist das im Rahmen, finde ich. Bei Why? The Last Man. Ich werde, glaube ich, weiter gucken. Kannst du ja mal sagen, ob das irgendwie noch gut wird, dann gucke ich vielleicht noch mal weiter. Ja. Aber ja. Mal schauen. Der Chris, ich wundere mich, dass ihr nicht Star Wars Visions irgendwie mal, aber nee, jetzt kommt erst mal was anderes beim Chris. Ach, Chris hat geguckt, glaube ich. Ich habe angefangen mit Star Wars Visions. Da muss man allerdings dabei bleiben, weil das ist ja, da möchte ich erst noch mal in Ruhe alles schauen, weil das sind ganz viele Folgen ja schon da oder eigentlich alle Folgen schon da, die sind auch relativ kurz, aber was ich da schon gesehen habe, ist oha, cool und oha, what the F, eigentlich statt what if, habe ich bei what if gedacht jetzt bei Marvel, dass ich jetzt zu Ende geschaut habe. Ich weiß, dass die Kate wohl noch zu Ende guckt. Erik, bei dir, du kannst da mit diesem animierten Zeug nicht so viel anzufangen. Ja, ich hatte irgendwie mal reingeguckt, aber es war irgendwie nicht ganz so. Also das soll ja auch, habe ich gelesen, die Qualität soll von Folge zu Folge sehr stark schwanken, je nachdem, was sie für ein Thema haben. Vielleicht sollte ich mal ein Stück weit. Vielleicht sollte ich mal irgendeine starke Folge gucken oder so. Ich gebe dem Ganzen extrem recht. Es schwankt tatsächlich ein Stück weit von. Also die vorletzte Folge mit Thor, die fand ich einfach nur relativ gaga. Aber wie die endet und was dann das Staffelfinale mit sich bringt, Uffenbergers, sag ich da mal nur, weil was abgeliefert wird zum Multiversum und wenn sie sich dran halten, dass das alles irgendwie zusammengehört, dann wird's eine richtige Party. Also dann gibt's richtig, richtig Party hinten raus, weil ich kann mich leider nicht so groß dazu äußern, weil es würde zu viel spoilern. Ich kann nur sagen, wer Marvel schaut, sollte sich auf jeden Fall die letzte Folge mit anschauen, wenn er ungefähr weiß, worum es geht. Und dann einfach mal wahrscheinlich ähnlich wie ich dranhocken und erstmal ein bisschen den Atem anhalten. Vor allem das Ende ist hoch 10. Also ich fand es insgesamt ein sehr cooles Projekt. Das hat einen neuen Blick mit reingebracht, neue Winkel mit reingebracht. Und ich freue mich eigentlich drauf, dass wenn das weitergeht, es soll wohl 2022 schon mit weitergehen auch, darauf freue ich mich und ich freue mich genauso drauf, wenn sie sagen, okay, wir kombinieren das auch und integrieren das komplett in die Filme mit rein, dann wird es richtig heftig. Dann muss ich das doch mal gucken. Hilft ja nichts, aber ich warte erst noch die letzte Folge Ted Lasso ab von der Staffel und dann gucke ich was Neues. Oh, das wird heftig. Ja. Das wird heftig. Also, das waren die Serien-Tipps
für heute und wir schauen dann gleich mal rüber in die Rätselecke. Rätselecke. Da bin ich ja heute dran. Haha. Oh, haha. Und ich habe hier ein schönes Rätsel. Hätte ich mir noch irgendwie aufschreiben müssen, wie ich das am besten stelle, das Rätsel. Nee, das mache ich vielleicht andermal. Hier habe ich eine ich hab eine neue Rubrik geschaffen. Oh. Und zwar, ich weiß noch nicht recht, wie ich die nennen will. Ich nenne euch 5 Sachen, von denen sind 2 Sachen richtig. Ja, also ihr habt beide die Chance, jeweils einen Punkt zu kriegen, ja. Mhm. Und genau, das, was einer schon gepickt hat, kann der andere nicht mehr nehmen. Ja? Aber es ist ja noch eine zweite richtige Lösung dabei, ne? Okay. So. Mhm. Deswegen, sagen wir so, die erste Runde darf die Kate mal anfangen, zweite dann der Chris, da sind die Chancen dann gleich, ne? Ich möchte von euch wissen, oder ich nenne euch jetzt erstmal Filmsongs und den dazugehörigen Film. Ja, ich kann es auch dann nochmal nennen. Und ja, also von Adele, Skyfall, für den Film Skyfall. Brad McKenzie, den Song Man oder Muppet aus dem Film The Muppets. Pharrell Williams mit Happy für den Film Despicable Me 2, also Ich einfach und verbesserlich 2. Ja. Lady Gaga mit Shallow für A Star is Born. Peter Gabriel mit Down to Earth für Wall-E. Und ich möchte von euch wissen, welche von dieser Aufzählung, also es sind 2 dabei, die haben nicht den Oscar für den besten Song gewonnen in dem jeweiligen Jahr. Die waren zwar nominiert, aber haben ihn nicht gewonnen. Das heißt, die anderen 3 haben ihn gewonnen. So, ich lese nochmal vor. Adele Skyfall, Brad McKenzie Man oder Muppet, Pharrell Williams Happy, Lady Gaga mit Shallow, Peter Gabriel mit Down to Earth. Kate, dein Pick. Wer hat nicht gewonnen? Ich darf nur einen nennen. Wer hat nicht gewonnen? Nicht gewonnen hat Man or Muppet. Okay, Chris, dein Pick. Moment, ich überlege nochmal, weil ich bin nämlich der Meinung, dass Man or Muppet tatsächlich gewonnen hat. Und Shallows hat gewonnen, das weiß ich safe. Dann sage ich, Down to Earth von Wall-E hat nicht gewonnen. Es steht 1-0 für den Chris, denn Man oder Muppet hat gewonnen. Der zweite falsche wäre gewesen, Pharrell Williams mit Happy für das Pickle Okay, Chris, jetzt bist du zuerst dran. Oh, ich kann es also schon fast klar machen, oder? Welche der 2 folgenden Filme sind nach 2000 ins Kino gekommen? Ich lese die Filme vor. Der Herr der Ringe, die Gefährten, Fight Club, Der Soldat James Ryan, Gladiator und American Beauty. Es sind 2 Filme dabei, die nach 2000 ins Kino gekommen sind. Der Herr der Ringe, die Gefährten, Fight Club, Der Soldat James Ryan, Gladiator und American Beauty. American Beauty. Kate? Sag nochmal. Der Herr der Ringe, die Gefährten, Fight Club, Der Soldat James Ryan und Gladiator. Bei American Beauty ist jetzt ich raus. Ich nehm die Gefährten. Der Herr der Ringe, die Gefährten? Das ist richtig, der ist 2001 ins Kino gekommen. Ja. American Beauty war 99. Der zweite wäre gewesen Gladiator. Es steht 1-1. Gladiator. Verdammt. Kate, an Next dich die Frage. Welche der folgenden Filme gehören zu den Top 10 der erfolgreichsten Filme nach Besucherzahlen. Also inflationsbereinigt spielt keine Rolle. Es geht um die Anzahl Besucher. Mhm. In Deutschland im Zeitraum nach dem Krieg bis heute. Die Top 10. Ja? In Deutschland? In Deutschland. Oh Gott, okay. Winnetou Teil 1, Pretty Woman, Titanic, Harry Potter und der Stein der Weisen. Für dich ist es der erste Teil. Und ewig sind die Wälder. Ja, nur falls da Unsicherheit. Also nochmal, Winnetou Teil 1, Pretty Woman, Titanic, Harry Potter 1 und ewig singen die Wälder. Wer ist in den Top 10 der erfolgreichsten Filme in Deutschland nach Besuchern? Zwei Stück. Wie viele sind das von, also wie, zwei Stück? 2 richtige Antworten. Naja, also ich muss natürlich Harry Potter sagen, es tut mir leid. Chris, was nimmst du? Willst du nochmal alle hören, oder?
Nee, Pretty Woman, Pretty Woman. Ich nehme Pretty Woman, Pretty Woman. Ist sowohl als auch falsch. Ah, ja. Aber Titanic ist es wahrscheinlich, oder? Winnetou ist Platz 18 mit 10,4. Pretty Woman ist Platz 17 mit 10,6. Titanic ist Platz 2 in Deutschland mit 18,8 Millionen. Und Harry Potter ist Platz 6 mit 12,6 Millionen. Jo, dann steht es jetzt 2-1 für die Kate. Hat die Kate gewonnen, schätze ich da mal. Wo ist hier der Applaus? Warum ist das alles umgekehrt? Ja, hast du gerade gesagt, wir haben beide falsch gelegen? Ah, falsch? Nee, Harry Potter ist richtig. Hast du nicht gerade gesagt? Du hast doch aber gerade gesagt, ja, nein, meine Sachen waren beide falsch. Nein, Winnetou und Pretty Woman wären beide falsch gewesen. Ah, okay. Genau. Das heißt, ich hatte recht mit Harry Potter. Hm. Genau. Tatsächlich war mein zweiter Pick wäre auch Titanic gewesen, weil der war ein Erfolg überall, glaube ich. Echt? Ich hätte eher, also wenn ich die Frage bekommen hätte, also mich hat das ein bisschen überrascht, ich hätte eher die älteren Filme, weil früher ist ja jeder ins Kino gegangen, da gab es ja noch keine Fernseher. Aber das ist, also dass es Harry Potter war so klar, weil die Bücher hatten so einen unfassbaren Erfolg und jeder hat auf diesen Film gewartet, der die Bücher toll fand. Und deswegen, da ist jeder reingerannt und zwar nicht nur einmal. Und deswegen, also das hätte ich, das war mir fast klar, aber Titanic hätte ich wie gesagt, wäre mein zweiter Pick auch noch gewesen. Na gut. Ja. Wie findet ihr das so, diese Rätselform? Das macht Spaß. Ja. Auch mal spannend, ja. Auch mal spannend, okay. Aber ich kenne dieses System irgendwoher. Bitte? Ich kenne dieses System irgendwoher. Wie heißt denn das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, egal. Ich weiß nicht, ich habe halt einfach mir das so gedacht. Habe ich mir, dann mach mal zwei richtige, dann hat der andere, der auch noch wählt, muss nicht dasselbe nehmen und dieselbe richtige Antwort, sondern macht zwei richtige einfach. Das war gut. Genau. Und ja, dann bist du das nächste Mal dran. Ich verlege mal hier das Kreuz zu dir. Ich hoffe, es kommt nicht was mit Harry Potter hier. Da sind wir völlig blank hier. Haben wir schon diverse Male bewiesen, dass wir da nicht so viel wissen. Und jetzt gucken wir doch mal unsere Musikecke, was wir draufpacken auf unsere Spotify-Playliste. Music. Nachdem ich das heute in meiner Playlist hatte, mal packe ich drauf von den Donuts, Stop the Clocks. Ich packe drauf von Ed Sheeran, Shivers. Okay, ich trage das mal bei dir ein. Ich packe drauf von Mariah Carey, Fantasy. Ja, das kommt ja im Film. Das kommt aus Free Guy. Free Guy. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Sehr gut. Ja, das wird ja exzessiv verwendet im Film. Ich guck gerade mal, Kommentare, zumindest auf der Webseite gab es nicht. Also liebe Hörer, wenn ihr das hört und habt, denkt ihr euch so, oh, da muss ich was dazu sagen zu dem einen oder anderen Thema, geht auf kinocast.net und lasst einen Kommentar da oder was weiß ich, per E-Mail haben wir auch direkt eric@kinocast.net, wäre meine, kate@kinocast.net oder chris@kinocast.net, wenn ihr Leute direkt adressieren wollt, die Vorschläge oder Probleme. Ansonsten ein kleiner Hinweis noch. Der Chris kennt ja auch die Sarah, mit der wir auch schon hier Twitch-Stream gemacht hatten und so. Die hatte zusammen mit einem Kumpel einen Podcast gestartet. Wir sind jetzt schon, glaube ich, 7 oder 8 Folgen draußen. Der heißt Die Zwei vom Pod. Da geht's, also Pod mit D, wie Dora. Da geht es um alles Mögliche, von Gaming über gesellschaftliche Sachen, über sonst was, popkulturelle Themen. Also wenn ihr schon alle Podcasts durchgehört habt und eure Playlist ist leer, was bei mir so gut wie nie passieren wird, ich schiebe da immer sehr viel vor mir her. Aber vielleicht seid ihr auf der Suche nach irgendeinem netten Podcast, der erst neu gestartet ist, dann hört da mal rein und lasst den beiden auch mal ein Like da. Die Zwei vom Pod gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Also die sind ja wirklich überall. Ich glaube, die sind noch auf mehr Plattformen wie wir hier. Also da standen in den Neon News da Plattformen drin, die habe ich noch nie gehört. Bis bald im Kinocast.